So, guten Morgen, meine Lieben. Die erste Nacht in Berlin ist jetzt auch hinter mir. Ich habe, ich kann noch kurz mal die Haare sich angucken. Ich habe gestern Abend noch in Istanbul vom Flugzeug hinten so ein bisschen die beiden kleinen Verbände, die noch drum waren, abgemacht. Hat es mal ein bisschen geblutet, hat nur mit Taschentuch ums abgetropft. Und dann konnte ich ohne irgendwelche Verbände weiterfliegen oder losfliegen. Ja, also nach der Nachuntersuchung, die ihr gesehen habt, wurden wir wieder ins Hotel gefahren, hatten da noch genug Zeit, um uns ganz in Ruhe auszuchecken und sind dann vom Fahrer zum Flughafen gebracht worden. Ich werde generell auch nochmal ein Video machen, wo ich mal die für mich persönlich jetzt mit etwas Abstand drei wichtigsten Sachen, die mir aufgefallen sind, die man bei einer Haartransplantation in der Türkei beachten sollte, die werde ich ja mal ein extra Video mal erzählen. Jetzt geht es Tagebuch erstmal mehr oder weniger das tägliche Tagebuch zumindest zu Ende. Ich werde weiter regelmäßigen Abständen relevante Videos machen über meine Haare, über die Fortschritte. Das wird ja Woche für Woche, Monat für Monat immer ein bisschen sich verändern. Beziehungsweise heute ist Montag. Ich bin Freitag losgeflogen, hatte Samstag die OP. Sonntag zurückgeflogen, heute ist Montag. Und am Dienstag, das heißt so knapp 42 Stunden, 72 Stunden nach der Operation, soll man sich jetzt erstmal die Haare waschen. Das heißt, das werde ich definitiv auch auf Video aufnehmen, weil das wohl recht. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Das ist nicht ohne, weil man wirklich vorsichtig sein muss, dass die Haare dann halt nicht alle abgewaschen werden und was man da benutzen muss, alles drum und dran, zeige ich euch dann auch nochmal. Ein ganz, ganz, ganz großer Tipp, das kann ich schon mal spoilern oder vorwegnehmen. Der eventuell sogar größte oder wichtigste Tipp, den ich leider erst heute Nacht entdeckt habe, zum Schlafen, was wirklich richtig, richtig nice war, weil die erste Nacht habe ich, glaube ich, erzählt, habe ich nur knapp 3 oder 4 Stunden geschlafen und das auch nicht in Tiefschlaf, sondern ganz empfindlich, weil ich mich kaum bewegen durfte und sonst irgendwas. Und das ist so ein Halskissen. Diese Dinger sind perfekt, die sind richtig nice, die kann man sich richtig schön um den Nacken legen. Ich habe hier eine Erhöhung gebaut mit einem großen Kissen und zwei Handtücher. Und dann noch dieses Kissenhaufen habe ich eine schöne Erhöhung für meinen Kopf, dass ich den leicht oben habe. Und vor allen Dingen kann ich meinen Nacken hier richtig gut ablegen. Das heißt, ich habe lediglich, sorry für die schlechte Kameraführung, ich habe lediglich am Hinterkopf, da wo mir die Haare entnommen wurden, ich hoffe, das könnt ihr jetzt einigermaßen sehen, dort wo mir die Haare entnommen wurden, da war auch das Stirnband jetzt noch ein bisschen war, da habe ich drauf gelegen. Es hat aber eigentlich nicht wehgetan. Also wirklich, ich bin immer noch absolut geflasht, dass ich kaum Schmerzen habe, dass die Operation bis auf die Betäubung komplett schmerzfrei war. Ich bin wirklich ganz schwer beeindruckt. Habe auch im Hotel noch zwei weitere Kollegen und beziehungsweise Patienten getroffen, die am gleichen Tag wie ich auch die Haartransplantation gemacht haben. Auch beim selben Anbieter. Und wir haben uns auch ausgetauscht und alle drei hatten, oder wir haben alle drei das Gleiche gesagt. Das einzig Schmerzhafte, und das war wirklich ziemlich doll, aber auch kurzfristig nur schmerzhaft, also wir haben es alle überlebt, um Himmels Willen, war die Betäubung. Die OP war super entspannt. Wir hatten alle drei nach der ersten Nacht ein durchgesifftes Kopfkissen. Also auch das ist vollkommen normal gewesen, scheinbar. Und wir haben alle drei auch für uns entschieden, wir sind sehr zufrieden. Wir können es eigentlich nur, man muss jetzt das Endergebnis erstmal abwarten, was jetzt letztendlich wirklich rübergekommen ist und was nicht, was jetzt nachwächst und was nicht. Aber bisher sind wir eigentlich alle drei sehr zufrieden. Und heute habe ich auch schon kaum noch gesifft. Klar, also vielleicht sieht man es ein bisschen. Das hier ist noch ein bisschen. Da ist irgendwie ein bisschen Schorf drauf. Und das ist. Ja, ich sehe mal kaum was. Also es ist wirklich minimal jetzt nur noch verschmutzt. Dafür, dass ich ohne Verband jetzt mittlerweile drauf geschlafen habe, ja, es heilt auch relativ schnell alles. Wie gesagt, Schmerzen habe ich keine. Ich könnte jetzt theoretisch arbeiten gehen, was ich auch vorhabe. Und weil es wirklich schmerzfrei ist. Und ja, das war es dann erstmal. Wie gesagt, das nächste Video wird dann die Haarwäsche morgen Abend sein. Und dann werden in regelmäßigen Abständen immer mal wieder aktuelle Videos kommen, in denen ich einfach mal meine Haare zeige, wie sie anfangen zu wachsen. Oder was auch immer passiert. So, jetzt sind 72 Stunden vergangen.
wird es halt allerhöchste Zeit, mal die Bodylotion auf die Haare zu reiben. Diese soll dann 45 Minuten einwirken und anschließend mit diesem Shampoo hier abgespült werden. Also sowohl die entnommene Stelle hier hinten als auch die implantierte Stelle hier oben soll jetzt quasi behandelt werden. Das machen wir jetzt erstmal. Also Schmerzen habe ich weiterhin sehr wenig. Und auch jetzt, wenn man die Stellen anfasst, habe ich auch eigentlich keinerlei Druck, Schmerz oder so irgendwas. Da muss man echt keine Sorge haben. Auf dem Transpl oder auf der transplantierten Fläche ist jetzt die Lotion drauf. Das gleiche wird jetzt hinten auf der Entnahmestelle noch gemacht und das Ergebnis seht ihr dann gleich. Man sieht es vielleicht nicht ganz, aber ich habe mir jetzt auch schon die Haare gewaschen. Das heißt, nachdem die Lotion jetzt 45 Minuten drauf war, mit lauwarmem Wasser ein bisschen abgespült, ein bisschen was ist abgegangen, auch ein bisschen scharf alles drumherum. Aber die Lotion war wohl etwas zu viel drauf. Oder ich bin vielleicht ein bisschen zu vorsichtig beim Abwaschen, aber ich will jetzt auch nicht zu viel abreiben. Ein bisschen Lotion ist also noch drauf, wie ihr seht. Hinten, kann man hinten sehen. Da hinten auch noch ein bisschen Lotion drauf. Aber an der Entnahmestelle zum Beispiel ist die Lotion so gut wie ab. Da ist noch ein bisschen scharf drauf, sieht noch ein bisschen blutig aus, ein bisschen wund noch. Ja, brennt ja auch noch ein bisschen beim Schlafen, also so ganz super cool verhält ist es noch nicht. Aber das wird bei jedem anders sein. Wie gesagt, die Lotion ist da oben ein bisschen drauf. Wird aber jetzt nicht ganz so dramatisch sein, denke ich mal. Ich tupfe das jetzt noch weiter noch ein bisschen ab mit einem Zeber. Und notfalls werde ich es morgen Vormittag dann nochmal mit lauwarmem Wasser, ohne Shampoo, ohne neue Lotion einfach nochmal ein bisschen rüber gehen, damit die Lotion noch ein bisschen weiter abgeht. Jo, das war jetzt die erste Haarwäsche. Hat auch nicht wehgetan. Man muss halt einfach nur ein bisschen aufpassen und vorsichtig sein. Lauwarmes Wasser, aber jetzt bekommt ihr auch alles in der Klinik nochmal mitgeteilt und auch auf Schwarz-Weiß nochmal Zettel mit, wie man die erste Haarwäsche machen soll. Und da kann man eigentlich, glaube ich, nicht so viel falsch machen, wenn man ein bisschen aufpasst. Vielleicht bin ich einfach ein bisschen übervorsorglich. Aber ich will nichts riskieren. Deshalb reicht es mir erstmal so. Und morgen wird weiter gewaschen. Das war's erstmal. Ciao.